willkommen zu Engagiert in der Region aus dem Kaiserbahnhof in Brühl. Heute bei mir das Kulturforum Bornheim. Hallo Wolfgang Henseler, du bist der erste Vorsitzende des Kulturforums. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ihr habt euch 2000 gegründet. Mit welcher Intention? Ja, einfach das Kulturleben in der Stadt über das, was da war und da ist, ein Stück zu bereichern. Also Dinge im Stadtgebiet zu machen, die es eben bis dahin noch nicht gegeben hat und die vielleicht neu sind oder die vielleicht einer der kulturtreibenden Vereine in der Stadt nicht auf die Beine stellen kann. Und das war damals das Ziel. Du bist ja nicht direkt von Anfang an mit dabei gewesen. Wann bist du Mitglied geworden? Ach, das muss so, also Kulturforum 2000 gegründet, dann muss das so 2001, 2002 gewesen sein. Also doch ziemlich... Ja, doch ziemlich am Anfang. Was macht man denn als Mitglied beim Kulturforum? Ja, eigentlich vor allen Dingen den Mitgliedsbeitrag zahlen, der auch überschaubar ist. Und dann mitmachen bei der jährlichen Mitgliederversammlung und das Programm dann auch mitgestalten. Also einmal gehören natürlich die alltäglichen Dinge dazu, den Wirtschaftsplan dann beschließen. Aber ich glaube, die meiste Zeit nimmt dann immer in Anspruch, darüber miteinander zu diskutieren, was wir an zusätzlichem Angebot in der Stadt anbieten wollen, was wir machen wollen. Auch zu schauen, wer hat welche Kontakte. Das ist bei ehrenamtlicher Arbeit ja immer ganz wichtig. Wer kann wen ansprechen? Was gibt es für Ideen? Und dann zu schauen, wie können wir die umsetzen? Dann lass uns doch mal wirklich konkret über euer Angebot sprechen. Was habt ihr denn da so? In welchem Bereich seid ihr denn da so tätig? Also, wir haben als regelmäßige Veranstaltung Jazz und Wein, immer im Herbst, immer im Oktober, dieses Jahr leider nicht, durch Corona bedingt. Ja. Deshalb überlegen wir, ob wir es vielleicht nächstes Jahr, wenn Corona hoffentlich hinter uns liegt, dann zweimal machen können. Da arbeiten wir sehr gut und sehr intensiv mit Michael Kuhl, einem Bornheimer bekannten Musiker zusammen. Trompeter? Ja, ja, genau, der bei uns auch ganz viel macht. Und der für uns immer die Musiker zusammenfindet, die dann Jazz und Wein auf die Bühne bringen. Und er versucht dann auch jedes Mal wieder eine andere Stilrichtung von Jazz auf die Bühne zu bringen. Und wichtig ist uns bei Jazz und Wein immer das Miteinander auch. Also dass auch die Gelegenheit ist, bei einem Glas Wein neben der Musik auch miteinander zu klönen. Wir stellen dann schon mal fest, dass die Musik manchmal so gut ist, dass das Klönen etwas weniger wird. Das ist dann für die Musiker, glaube ich, auch eine gute Messlatte, wie toll das Angebot ist, was sie auf die Bühne bringen. Und woher kommt der Wein? Ist das auch speziell? Oder nein, wir haben ja in Bornheim eine Weinhandlung Antwerpen im Marienhof in Hersel. Und die liefern uns schon seit vielen Jahren den Wein. Und als Gegenleistung gehen wir dann jetzt neu, seit dem letzten Jahr, gehen wir dann im Sommer mit einer Veranstaltung mit Singen am Rhein in die tolle Hofanlage, eine denkmalgeschützte Hofanlage in Hersel und präsentieren da mit Georg Fuhrmann am Gesang, dann ein tolles Mitsingen-Konzert, wo es beim letzten Mal vor allen Dingen um das Mitsingen von kölschen Liedern ging. Also so einen richtig schönen kölschen Nachmittag, auch mit einem Glas Wein dann dabei, aber unter freiem Himmel, ein bisschen überdacht, aber die Hofanlage ist schon toll und für so ein Angebot wirklich richtig klasse. Das heißt, das sind ja eigentlich schon zwei kulinarisch-musikalische Angebote. Ja. Was habt ihr denn noch? Also wir haben gemacht ein ganz tolles Konzert, zwei tolle Konzerte mit Guido Schiefen und Alfredo Perl, noch unmittelbar vor Corona zum Beethoven-Jahr. 250 Jahre. Ja. Und an einem Samstag und einem Sonntag wirklich ganz tolle Musik von Beethoven gespielt haben, im ausverkauften Ratssaal zwei Abende dann ihre Musik präsentiert haben, also was Klassisches. Ja. Klavier und Cello? Klavier und Cello, genau.
Und wir haben dann schon von Besuchern gehört, die uns gesagt haben, die aus Bonn kamen, das war aber jetzt Champions League, was wir da gemacht haben. Also waren wir sehr stolz, weil wir über Guido Schiefen, der ja hier in der Region lebt, weil wir da diese beiden Konzerte zustande bekommen haben. Das heißt, ihr seid über Guido Schiefen auch, da ist die Möglichkeit entstanden, dass ihr das machen könnt. Ja, okay. Ja. Also den kennen eines unserer Vorstandsmitglieder gut und dann haben wir das organisiert. Also deshalb sagte ich vorhin, es ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass wir auch eben diese Kontakte dann haben. Dann wollten wir eigentlich jetzt am 17. November eine Lesung mit Udo Lilischkis machen. Das musste ich auch nachgucken, das wusste ich leider gar nicht. Das ist auch ein Journalist, ne? Genau. Und Leiter des war lange Zeit Leiter des Hauptstadtstudios in ARD-Studio in Moskau. Genau. Und der hat ein Buch geschrieben. Genau, über Russland und die Situation in Russland und die Machtverhältnisse in Russland. Und das wäre sicherlich und wird dann im nächsten Jahr sicherlich interessanter Abend, weil so aktuell wie dieses Thema macht es, glaube ich, immer Spaß, da jetzt drüber zu diskutieren. Dann hatten wir in diesem Jahr, also wir haben letztes Jahr im Übrigen auch eine Lesung mit Christine Westermann gemacht, die im Rathaus war. Wir hatten Toni Schumacher, der über sein Buch getalkt hat bei uns, auch eine tolle Veranstaltung. Ja. Wir haben im letzten Jahr auch eine Rock'n'Roll-Veranstaltung, Rock'n'Roll-Musik. Ray Allen und Band hat da in der Aula der Europaschule gerockt, also richtigen klassischen Rock'n'Roll gebracht. Und wir fanden das Schöne, dass ich das in der Szene auch rund gesprochen hatte. Aha. Und eine ganze Reihe von Paaren kamen, die im Rock'n'Roll Outlook da waren und toll getanzt haben. Dann hatten wir noch die Tanzgruppe der Europaschule da, die deutsche Meister der tanzenden Schulen sind, die dann auch nochmal ein Stück dazu beigetragen haben. Und wir hatten hier Tanzschule aus Brühl dabei, die auch mit der Formation mal gezeigt haben, was wir zu Rock'n'Roll machen können. Das war in der Aula in der Europaschule, hast du gesagt. Und dann macht ihr, glaube ich, auch noch was im AVH, richtig? Ja, also auch im nächsten Jahr verschoben aus diesem Jahr ins nächste Jahr. K2-Projekt ist das, also eine große Band, die Musik aus den 80er, 90er Jahren spielt, mit insgesamt 20 Musikern, 4 Sängern. Und unser Gedanke war dann, weil wir mit dem St. Michael-Chor in Waldorf schon mal was zusammen gemacht haben und wir eigentlich fanden, die passen ganz prima zusammen, dass wir die beiden zusammengebracht haben. Ach, das ging von euch aus. Und dann war das so, dass das passte. Und die beiden wollen dann, die beiden Gruppen wollen dann im nächsten Jahr zusammen auftreten. Und da brauchen wir viel Platz, weil da wirklich eine Menge Musiker auf die Bühne kommen und gehen deshalb dann in die große Aula des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Du hast gesagt, ihr kommt über die Mitglieder oder doch Mitglieder, über den Vorstand und so, über Kontakte kommt ihr an die Künstler ran. Gibt es auch Künstler, die an euch? Ja. Also wir haben eine eigene Homepage und da kommt fast täglich ein Angebot von Künstlerinnen und Künstlern. Das können wir gar nicht alles bedienen, weil wir im Jahr etwa 4 bis 5 Veranstaltungen machen können. Mal schauen, jetzt wo ich im Ruhestand bin, ob ich da vielleicht noch den einen oder anderen Akzent mehr setzen kann. Aber das passt zu unserem Budget, das wir zur Verfügung haben. Und das ist das, was wir als Ehrenamtliche auch organisieren können. Denn wir müssen auch immer schauen, dass unsere personellen Kapazitäten, das, was dann an Organisationsaufwand auch am Abend notwendig ist, dass wir das immer gestemmt bekommen. Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr hattet ja zum Beispiel unter anderem Champions League Klassikmusiker. Wie finanziert ihr das denn?
Also einmal über die Mitgliedsbeiträge, manchmal auch über Eintrittsgelder. Also bei den Konzerten mit Guido Schiefen und Alfredo Perl haben wir 15 Euro Eintritt genommen. Ja, das ist ja nicht viel. Wir wollen aber immer, was den Eintritt betrifft, Kultur allen ermöglichen. Also wir wollen immer einen relativ überschaubaren Eintrittspreis nehmen. Das haben wir bei Lesungen schon mal mit 5 oder 10 Euro gemacht. Ja. Bei Jazz und Wein und Mitsingen am Rhein sagen wir, bitte spendet uns. Das ist auch eigentlich ganz erfolgreich. Da bekommen wir auch auf jeden Fall einen hohen dreistelligen, manchmal sogar einen vierstelligen Betrag pro Veranstaltung rein. Und dann haben wir natürlich Sponsoren, die uns unterstützen. Die Banken, die Kreissparkasse und die Volksbank, die uns wirklich sehr großzügig immer unterstützen. Aber auch Einzelspender, die uns fördern und unterstützen. Das ist, glaube ich, so, dass der Hauptbereich. Und dann bekommen wir von der Stadt Bornheim einen Verwaltungskostenzuschuss von 2.000 Euro im Jahr. Okay. Das hilft uns auch schon sozusagen die Grundlagen eigentlich unserer Finanzen abzudecken. Jetzt steht er ja im Raum, der Elefant. Vielleicht sagt man es so, ich weiß es nicht, aber Corona. Corona und Kulturveranstaltung, das müssen wir jetzt ein bisschen abarbeiten und fangen mal vorne an. Warum ist Kultur wichtig? Ach, ich glaube, Kultur bereichert unser Leben in allen Bereichen. Also ich glaube, wenn man jetzt die Palette nimmt, ob es Musik ist oder ob es bildende Kunst ist, ob es eine Lesung ist, die wir veranstalten, das ist, glaube ich, immer was ganz wichtig ist, sag ich jetzt mal, sowohl für das Herz als auch für den Verstand. Und ich glaube, wir wären keine funktionierenden Menschen, wenn wir nicht auch immer ein ganz wichtiges Kulturangebot hätten. Außerdem trägt es auch noch zur Geselligkeit bei. Also viele Menschen, die auch zum Teil seit vielen Jahren zu uns kommen, weil sie sich als Gruppe dann bei uns anmelden. Und bei solchen Dingen wie Jazz und Wein kann man dann auch noch das Gesellige mit dem musikalischen Genuss wahrnehmen. Also deshalb geht gar kein Weg daran vorbei, Kultur anzubieten, zu fördern, zu unterstützen und zu genießen. Wie wichtig ist denn es, Kultur live zu erleben? Ja, also ich glaube, wer mal den Unterschied gemacht hat, sich ein Konzert in der viereckigen Kiste angeguckt ja. Oder auch nur gehört und den Unterschied zum Live-Erleben eines Konzertes. Auch wir haben es bei dem Konzert mit Guido Schiefen und Alfredo Perl so wahrgenommen, weil im Ratssaal die Musiker in der Mitte der Zuhörerinnen und Zuhörer gesessen haben und im Grunde genommen von jeder Seite man das Gefühl hatte, man sitzt fast im Wohnzimmer und kann eben nicht nur den Musikgenuss optimal wahrnehmen, sondern man sieht auch, wie die Künstler die Musik leben. Was alles dazugehört, alleine von Fingerfertigkeit eines Pianisten bis zur Fingerfertigkeit eines Cellisten, ja. Das ist schon toll, das wirklich live zu erleben. Ich finde es auch toll, eine CD einzulegen und mit einer tollen Anlage die Musik zu hören, aber Das ist wie Sport am Fernseh gucken oder im Stadion zu sein. Jetzt hast du es ja irgendwie schon gesagt, das ist, kann man ja fast sagen, so ein Live-Konzert zum Beispiel ist ja wirklich auch ein emotionales, ja so wie du es beschreibst, fast sensitives Ereignis, Erlebnis. Was machen wir denn jetzt, wo wir es nicht erleben ja, können? Ja, das ist das große Problem. Warten, dass es das wieder gibt. Ja, nein, also wir organisieren jetzt, wir machen auch, wir haben in der Vergangenheit auch Kabarettveranstaltungen gemacht. Auch da sind wir wieder an einem neuen Programmpunkt für die nächsten Jahre und wollen gucken, was wir da nach Bornheim holen können. Aber im Moment ist es wirklich so,
dass wir organisieren, dass wir auch mit den Künstlern, mit den Musikern überlegen, wie können wir sie unterstützen, was können wir auch tun dann, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr es wieder machen können, also deshalb vielleicht zweimal Jazz und Wein, wenn denn gerade bei den Profis, bei den Musikern oder Künstlern geht es ja auch darum, einfach zu überlegen, zu leben, Geld zu verdienen und nicht irgendwie was anderes zu machen, was ich fürchterlich fände, wenn alle die Schauspieler, Musiker, wenn die Künstler jetzt auf einmal alle was anderes machen würden. Kellnern würde auch schwierig werden. Jetzt, ja. Was sagst du denn, ist denn jetzt, dass Bornheim zwischen Köln und Bonn liegt, ist das gut fürs Bornheimer Kulturangebot oder eher blöd? Also ich glaube, es ist schon gut, wobei wir immer noch erleben, dass Bonner zu uns zu so einem Konzert kommen und sagen, das hätten wir gar nicht gewusst, dass es sowas in Bornheim gibt. Also so ein bisschen das Herabschauen auf die Provinz, wo man gar nicht gedacht hat, dass da erste Klasse Musiker auftreten. Aber wir haben es im Stadtgebiet erlebt. Wir haben in der Rheinhalle von einem anderen Verein im Stadtgebiet zum ersten Mal ein Neujahrskonzert gehabt mit 600 Zuhörern, die begeistert waren, die aus der ganzen Region kamen. Wo aber eine ähnliche Reaktion zum Teil da war, das hätten wir ja gar nicht gedacht, dass es das in Bornheim gibt. Und ich glaube, das ist, da ziehe ich jetzt meinen Hut als Bürgermeister nochmal an. Es ist, glaube ich, gut, dass es sowas gibt und dass wir denen in der Nachbarschaft, in den großen Städten zeigen, dass wir auch was können. Du hast von Musik gesprochen, von Literatur, von darstellender Kunst. Habt ihr denn auch bildende Kunst? Also wir haben in der Vergangenheit mal drei Bände an Literatur mit Bornheimer Geschichten aufgelegt. Also da konnten Menschen aus Bornheim Geschichten, meistens waren es so Erlebnisse aus der Kindheit oder interessante Erlebnisse, konnten die uns die zusenden. Und dann haben wir einen ersten Band damals rausgegeben, der sofort vergriffen war. Und dann sind noch zwei Bände nachher dazugekommen mit neuen Geschichten. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Theater haben wir bisher nicht gemacht. Also sieht man mal von Kabarett solchen Dingen ab. Wir haben irische Musik präsentiert. Da haben wir einiges gemacht. Wir haben auch mit jungen Leuten in der Vergangenheit schon was zusammen gemacht, mit dem Stadtjugendring in der Musikschule, ein Konzert, ein Bandtag gemacht. Ich bin immer noch im Konzertmodus. Nein, also da haben wir einen Tag lang Bands aus dem Stadtgebiet die Möglichkeit gegeben, auf einer Bühne aufzutreten. Das haben wir damals mitfinanziert. Also wir sind eigentlich offen. Für alles, was interessant sein könnte. Wir haben schon Opernmusik da gehabt, Operettenmusik, aber es kann auch Kaffeehausmusik sein oder andere Angebote. Also deshalb sage ich, wir überlegen mit unseren Mitgliedern und im Vorstand immer wieder, was wir anbieten können. Und da ist die Palette, glaube ich, ganz breit. Und man kann euch unterstützen, indem man entweder sponsert oder Sponsor wird, indem man Mitglied wird oder auch mal einfach so vielleicht eine Spende da lässt. Gerne. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, sind auf jeden Fall gegeben. Wir haben eine interessante Homepage. Da kann man sich informieren über alles das, was es an Möglichkeiten gibt, aber natürlich auch über das Programm, wann jetzt die nächsten Programmpunkte sind. Bornheimer Kulturforum, www.bornheim-kulturforum.de. Und da findet man alle Möglichkeiten. Also am liebsten sind uns natürlich Mitglieder, die auch noch sponsern. Natürlich. Ja, ich drücke euch von Herzen die Daumen, dass ihr ganz viel organisieren könnt und planen könnt und dann wirklich, sobald es wieder losgeht, wirklich auch im besten Sinne die Sau rauslassen könnt. Ich drücke euch von Herzen die Daumen. Schön, dass ihr das macht. Vielen Dank dafür. Danke. Danke, dass du hier gewesen bist. Gerne.
Das war Engagiert in der Region heute mit dem Kulturforum Bornheim. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.